Ich bin so ein Penner, mache ich so ein Videothema und vergesse dann die Zurück in die Zukunft Trilogie, ja, absolute Filmklassiker, mit reinzunehmen, nur weil sie im Regal auf einer anderen Stufe stehen. Aber ich habe es noch gemerkt, also viel Spaß mit dem kommenden Video. Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video mit 80er, 90er Jahren Filmen. Viele von den Filmen sind absolute Kultfilme, zumindest für mich. Ob es auch für euch Kultfilme sind, das schreibt ihr mal während dem Video unten in die Kommentare rein. Nehmt euch ein bisschen Zeit oder teilt euch das Video auf. Ich könnte mir vorstellen, es könnte ein bisschen dauern, denn ich zeige euch jetzt in den folgenden Minuten alle meine 80er, 90er Jahre Filme, die ich auf 4K Ultra HD mir geupgradet habe. Zum größten Teil, weil ich die Filme einfach super finde. Manche Filme gab es allerdings auch als Schnäppchen, da hat man die gern mal mit in diese Sammlung mit reingepackt. Und ich würde sagen, um keine Zeit zu verlieren, fange ich auch direkt mal an. Ich habe mir das ein bisschen sortiert. Ich habe das ja bei mir im Regal alphabetisch sortiert, allerdings ist das dann immer ein bisschen doof, wenn man das sich so aus dem Regal raushebt, das hier wieder so sortieren. Nee, das schneide ich nicht raus. Mein Gott, wir sind alles nur Menschen. Ich fange einfach mal an. Was haben wir denn hier? Oh ja, erinnert euch an den Film Apocalypse Now, einer der, ja, einer der bekanntesten Antikriegsfilme. Nennt man den Antikriegsfilm? Ist das ein Antikriegsfilm? In diesem wunderschönen Steelbook, das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es eigentlich recht einfach gehalten ist. Die Edition, ich weiß gar nicht, gibt es die noch zu kaufen? Ja, nein, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Eine Zeit lang gab es sie auch recht günstig. Hier ist der Film enthalten in Kinofassung und in der Redux-Fassung. Und der Final Cut ist enthalten und den Bonusfilm Heart of Darkness, also Dokumentation Heart of Darkness, Entschuldigung. Ist kein schlechter Film, muss ich sagen. Es ist aus dem Kriegsgenre, ist es auf jeden Fall ein Klassiker. Ja? Gerade wegen den bekannten Szenen mit den Hubschraubern und so zwei, drei Sprüchen. Aber ich muss ehrlich gestehen, der Film hat seine Längen. Also ich bin nicht 100% zufrieden mit dem Film. Ich sag mal so, die Hälfte finde ich auf jeden Fall sehr gut, aber dann gibt es auch einen langen, langen Part in dem Film, der mich persönlich gar nicht mehr anspricht und ja, der mich dann teilweise auch gelangweilt hat. Ich bin gerade überlegen, ich erzähle schon wieder und überlege gleichzeitig, wir sind ja gleich bei B. Machen wir mal weiter hier. Angel Heart mit Robert De Niro und Mickey Rourke natürlich, auch ein bekannter Film. Ihr seht, der ist aber noch original verpackt, den gab es günstig damals zu erwerben, deswegen habe ich mir den in der Sammlung geholt. Hatte ich natürlich auch schon in der Robert De Niro Ecke stehen. Auch allerdings ein Film, der mir persönlich nicht hundertprozentig zusagt, wenn dann diese, wie nennt man das hier, diese Voodoo-Szenen kommen und so, finde ich den dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig und so weiter. Kann man sich aber definitiv mal geben. So, oh, jetzt haben wir einen absoluten Klassiker. Ich weiß, ich bin der Mainstream-Stan, ne? Alien. Absolut Kult, muss man nicht viel sagen. Kann ich mir immer, immer wieder angucken. Wenn ich bedenke, früher konnte ich vor dem Filmesammeln nicht viel mit den Alien-Filmen und so weiter anfangen. Mittlerweile gefallen mir aber gerade die ersten zwei Teile super gut. Ich kann mir aber auch den dritten und den vierten Teil immer mal wieder anschauen. Aber Alien und Aliens, absolute Top-Filme. Unglaublich, dass der aus dem Jahr 79, glaube ich, ne? Ja, 1979 ist. 4K Ultra-HD-Qualität ist auch absolut top. So, was haben wir hier? Nochmal mit A. Apollo 13, ja, hat man mal mitgenommen in diesem Steelbook. Ist okay, der Film. Lange, lange Zeit konnte ich mit dem Film gar nichts anfangen, was unter anderem auch ein bisschen mit Tom Hanks zusammengehangen hatte. Den konnte ich ja, ja, was heißt konnte? Es ist immer noch so, dass ich ihn in vielen Filmen nicht sehen kann, Tom Hanks. Ich finde ihn ein super Schauspieler. Er hat auch einige Filme, die ich persönlich gut finde, wie zum Beispiel Catch Me If You Can oder Soldat James Ryan und sowas. Aber Apollo 13 war unter anderem einer der Filme,
die ich mir damals gar nicht, wegen ihm gar nicht angeguckt hatte. Aber das Steelbook, das hatte ich dann mal mitgenommen, hat mir den Film zwischenzeitlich auch nochmal angeschaut. Und okay, man weiß, das ist halt wahre Begebenheit etc. pp. Ist dann immer ein bisschen doof, wenn man das Ende im Prinzip kennt. Aber einmal ansehen sollte man sich Apollo 13 auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Warum habe ich den? Ach so. Ah, hä? Jetzt habe ich die. Jetzt habe ich. Moment. Ich habe die Stapel vertauscht. Die habe ich nicht. Ach so, ja. Das ist das Problem. Aha. Clip das. Eine Frage der Ehre habe ich jetzt bei A stehen, weil ich das Import habe. A Few Good Things. Das ist das Problem, wenn man sich viele Importe mit deutscher Tonspur kauft. Wo sortiert man sie ein? Ja, beim deutschen Titel oder beim Originaltitel? Ich habe mich in dem Fall jetzt für den Originaltitel, also bei A, entschieden. In der UK, also England-Fassung, habe ich die 4K Ultra HD. Die hatte im Vergleich zur, ich glaube damals, US-Version, oder wir hatten wir auch erst eine Version gehabt von Eine Frage der Ehre. Auf jeden Fall hatte die das bessere Bild gehabt. Ich glaube aber aktuell dürfte es bei uns auch das bessere Master geben. Absoluter Top-Film. Man muss natürlich auf diese Art von Film stehen, so ein bisschen, wie nennt man das Genre? Ein bisschen so auf Ermittlung. Wenn man diese ganzen CSI-Serien mag und so weiter, und das als Film in Filmspiellänge, also es wird viel ermittelt, es wird viel verdächtigt, viel wird aufgedeckt und natürlich das grandiose Finale dann im Gerichtssaal, das jeder kennt und jeder schon mal irgendwie irgendwo gesehen hat. Super Film mit Tom Cruise und Jack Nicholson. Demi Moore ist da eher so ein Beiwerk, muss man böse sagen. So, wie lege ich das jetzt hin? So. Ah ja, doch, da ist er. Ich hatte vorhin überlegt, ob ich Blade Runner in 4K hier bei den Filmen dabei habe, weil ich natürlich im Wohnzimmer meine Blade Runner-Vitrinen habe mit Blade Runner und Blade Runner 2049. Bin ich ja auch dabei, ein bisschen nach unten zu kürzen, die Edition. Aber Blade Runner, meistens im Final Cut auf Deutsch, gehört eigentlich auch in jede Sammlung rein, der 80er und 90er Jahre. Ein Film, mit dem ich lange Zeit zu kämpfen hatte. Es gab Zeiten, da konnte ich diesen Film nicht beenden. Ich bin immer eingeschlafen, eins, zweimal. Ich habe es eine sehr, sehr lange Zeit nicht gepackt, diesen Film an einem Stück zu Ende zu sehen. Habe das dann meistens irgendwie am nächsten Tag weitergeguckt. Aber irgendwann ist es mir dann gelungen. Im Grunde ist es natürlich ein sehr, sehr guter Film, seiner Zeit auch an einigen Stellen weit voraus. Aber er ist halt durch diese Erzählweise und so weiter nichts für jedermann. Das ist halt einfach so. Muss man auch ehrlich dann sich eingestehen, wenn man mit dieser Art von Film nichts anfangen kann. Mir persönlich gefällt er mit jedem Mal sehen eigentlich immer ein bisschen besser. So, ah ja, okay. Den hatte ich billig mal genommen. 7 Euro habe ich ihn eingepackt. Den guten Beetlejuice. Auch wenn er hier Beetlejuice heißt. Beetlejuice. Ich weiß nicht, was ist das? Italienisch oder Spanisch ist das, glaube ich. Mit Michael Keaton, genau. Habe ich aber schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Den guten Beetlejuice für 7 Euro. Nimmt man eine 4K mit deutschem Ton, aber mit. Erst recht, wenn es ein 80er, 90er Jahre Film ist. So, oh. Was ist an italienischen Importen immer so mies? Die Filmtitel. Begegnung der unheimlichen Art oder so müsste der heißen. Von Steven Spielberg. Doch, ein Steven Spielberg Film, genau. Ist noch original verpackt. War einer meiner ersten Importe. Es gab Zeiten, wahrscheinlich gibt es die auch noch irgendwie, da hast du in Italien und Spanien die Dinger für 10er hinterhergeworfen bekommen. Mittlerweile ist das ein bisschen, hat sich das ein bisschen reduziert und sind immer eigentlich so wieder die gleichen Titel. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nichts sagen zu dem Film. Begegnung der unheimlichen Art kann ich nichts zu sagen.
Ich bin mir auch unsicher, ob ich den mal auf Blu-ray gesehen habe oder ob ich überhaupt schon mal gesehen habe. Vielleicht erinnere ich mich dran, wenn ich den mal irgendwann reinschiebe, aber ehrlich gesagt muss man für so einen Film wahrscheinlich auch in Stimmung sein. So, oh, jetzt wird es nochmal schwer. Ja, genau. Aber das ist die Brücke am Kwai. Die Brücke am Kwai gab es auch hinterhergeworfen in der gleichen Aktion. Ja, kann und muss ich hoffentlich nicht viel dazu sagen. Hatte ich allerdings, glaube ich, auf Blu-ray oder auf DVD. Nee, auf DVD hatte ich den mal gehabt. Da gab es den doch. Warte mal, von welchem Label ist das? Columbia Pictures, genau, da gab es nochmal diese fetten Boxen von Columbia Pictures waren die doch. So drei Boxen. Und die gab es auch als eine Gesamtedition, wo in jeder Box, glaube ich, 40, 50 Filme drin waren. Da war der auch dabei, genau. Aber die Boxen habe ich nicht gehabt, aber ich habe den so als Einzel-DVD gehabt. Aber, oh, wie hießen die? ULE oder so. Aber ich darf es jetzt nicht verwechseln. Aber da war der auf jeden Fall, hatte ich die Einzel-DVD davon gehabt, die identisch war mit dem aus dem Pack. Oh, ich hoffe, ich rede mich hier nicht um Kopf und Kragen. Aber jetzt kommen wir zu einer der schönsten Editionen der letzten Jahre. Nochmal Applaus. Ehre, wem Ehre gebührt an Turbine, die diese wunderschöne Edition von Die Braut des Prinzen veröffentlicht haben. Ich weiß es gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren das kam. Lasst mich mal gucken, vielleicht erkenne ich irgendwie einen kleinen Hinweis drauf. Der Film ist von 87, gut, das könnte man wissen. Ah, ich sehe jetzt leider keinen anderen Hinweis. So 2 Jahre könnte das sein, 2 Jahre. Leider hatte die Original 4K-Disc einen Hänger gehabt, einen Fehler, da gab es einen Austauschdisk dann. Aber das Teil ist so schick. Erstmal dieser super Schuber mit diesem Artwork. Und im Inneren dann dieses hübsche, super hübsche wattierte Mediabook. Hat, glaube ich, auch 40 € so ungefähr gekostet. In dieser tollen Edition, inklusive 4K. Einfach super. UHD, Blu-ray und DVD enthalten. Also was will man mehr? Es geht doch auch zum vernünftigen Preis, eine super Qualität auf den Markt zu bringen. Gut, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es 40 € gekostet hat. Lass es 50 gewesen sein von mir aus. Das ist immer noch ein super Preis. Wenn man mal so um sich guckt, was da so für Mediabooks für 40 bis 50 € auf den Markt geworfen werden. Und im schlimmsten Fall sind auch Repacks drin. Ne? So, machen wir weiter. Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Hatte ich mir ja hier dieses Steelbook noch eingepackt. Steelbook ist jetzt nicht ganz so mein Favorit. Teil 1, also verrückte Reise durch die Zeit, ist natürlich ein absoluter Kultfilm. Ein bisschen gealtert, ein bisschen angestaubt, aber gerade in der ersten Hälfte immer noch sehr ansehnlich. Ich bin gerade am Überlegen. Genau, auf Blu-ray-Disc liegt diesem 4K Ultra HD Steelbook noch Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft dabei. Ne? Leider nur als Blu-ray, aber immerhin, oder? So hat man beide Teile in einem Steelbook, das mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt. So, und zuletzt auf dem Stapel haben wir dann natürlich auch noch, es sind Kultfilme, jeder kennt sie doch eigentlich. Die vier Batman-Filme. Wie nennt man die jetzt heutzutage? Batman, vier Film-Collection, Batman, Quadrologie. Also haben wir Batman, Batmans Rückkehr, Batman Forever und Batman und Robin drin. Gerade Batman und Batmans Rückkehr sind natürlich absolute Top-Filme. Batman Forever muss man mögen vom Style und Batman und Robin habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, aber man hört ja nichts Gutes davon. Gab es auch in der Steelbook-Edition, die hatte ich auch mal gehabt. Also vier Steelbooks in so einem Metallding wieder, die hatte ich dann aber abgestoßen. Mittlerweile auch noch kaum zu bezahlen. Ich habe damals auch schon ein nettes Sümmchen dafür bekommen und habe mir dann die Box hier noch geholt. Ich weiß nicht, was hat die gekostet? 50 € oder so, glaube ich. Und den Rest habe ich dann anderweitig investiert. So, machen wir weiter. Oh ja, ein Top-Film für mich, ein All-Time-Favorite nenne ich das ja gerne. Beverly Hills Cop Teil 1 und jetzt kommt ja demnächst auch endlich doch noch Teil 2 auf 4K Ultra HD raus.
Ich bin gerade überlegen, habe ich mir den vorbestellt? Ist natürlich 24,90 nicht billig. Vor allen Dingen, ich habe die Trilogie ja schon digital im Apple Store gekauft. Komplett in 4K, glaube ich, oder waren es nur die ersten beiden Teile? Ich weiß nicht, aber Teil 2 habe ich im Prinzip schon als 4K daheim, aber Beverly Hills Cop 1 und 2 sind zwei absolute geile Filme. Teil 3 gefällt mir nicht mehr so gut, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mir den jetzt in die Sammlung stellen würde, wenn der doch noch rauskommen soll, weil eigentlich haben sie gesagt, nö, nach Teil 1 bringen sie da nichts mehr raus und Beverly Hills Cop ist, naja, Geld regiert die Welt. Habe ich auch auf jedem Medium gehabt, DVD, Blu-ray und jetzt 4K Ultra HD. Dann, Kultfilm. Ja, Pray For It ist doch ein Kultfilm, oder? Seiner Zeit. Hatte ich ja gedowngradet sozusagen. Ich hatte ja von Pray For It so eine coole Edition gehabt, eine Import-Edition, die war sehr, sehr geil. Hat dann aber auch irgendwann sehr, sehr geiles Geld gebracht und dann habe ich mir für 15 Euro, glaube ich, die hier geholt und habe ebenfalls den Rest dann reinvestiert. Ich glaube, da hatte ich mir sogar dann bei Apple einiges an Zeug geholt für die Differenz. Dementsprechend hier noch original verpackt in der Sammlung. Ist jetzt nicht einer meiner Favoriten unbedingt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, es gibt ja Leute, die schwören auf Filme wie Braveheart oder auch auf Braveheart selbst. Für mich ist er jetzt aber nicht unantastbar. Also es ist jetzt kein Film, den ich zu meinen Favoriten dazu zählen würde. Ja, im Bereich des, wie nennt man dieses verfluchte, nennen wir es Thriller. Aber es gibt ja D&D-Thriller, es gibt ja so die brutalen Thriller eher, und es gibt ja die eher Grimmi-Thriller. Man kann jedes Genre nochmal in 5 Einzelgenres unterteilen. Basic Instinct mit der wahrscheinlich, wie sagt man so schön, meist pausierten Szene der Filmgeschichte. 4K UHD musste ich mir direkt holen. Den Film hatte ich auch auf jedem Medium gehabt und noch Importe hatte ich damals noch gekauft. Importe habe ich noch gekauft aus dem Ausland. Na, natürlich ist Import aus dem Ausland. Gefällt mir sehr gut, der Film. Gefällt mir sehr gut. Natürlich, Michael Douglas war lange, lange Zeit einer meiner favorisierten Schauspieler. Mittlerweile ja auch kaum noch zu sehen, aber beziehungsweise aus dem Rampenlicht so weit verschwunden, dass ich mir jetzt keine aktuellen Filme mehr unbedingt mit ihm holen würde. Aber gerade die Filme aus den 90ern, ich habe ja ein ganzes Regal voll mit Michael Douglas, ne? Christine von John Carpenter. Den gab es damals auch billig für 9 oder 10 Euro. Den hatte ich irgendwann mal gesehen, aber ich kann euch jetzt noch nicht mal das Auto, das fährt doch alle um oder so, ne? Ist das Auto eifersüchtig auf irgendjemanden? Lange, 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 lange ist es her. Aber Schnäppchen. Was ist das? Ach so. Erkennt man es? Ganz schön dunkel, oder? Casino. Robert De Niro. Na, Klassiker würde ich... hast du eine Staubschicht. Also, das ist Spezialeffekt, das ist kein Staub. Ja, also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt einen Klassiker nennen. Ich gehöre nicht zu denen, der den Film einen Klassiker nennt, aber wenn man Robert De Niro Filme gerne schaut, kennt man Casino natürlich. Ja. War das der inoffizielle Nachfolger von Goodfellas, oder? Hat man zumindest früher mal oft so gesagt. Oh, was ist das? The Cliffhanger. Cliffhanger mit Stallone in der 25-jährigen Jubiläumsedition. Muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Hatte ich mir damals natürlich direkt geholt, als ich noch im Stallone-Fieber war, im Komplettierungswahn. Aber ehrlich gesagt, aus jetziger aktueller Sicht hätte ich ihn jetzt nicht auf 4K gebraucht. Also es ist weder einer meiner Stallone-Favoriten,
Noch ist er qualitativ irgendwie so viel höher, dass man den unbedingt als 4K braucht. Aber okay, die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich, man ändert seine Meinung, man ändert sein Sammlerverhalten. Ist halt so, ne? So, ja, dann hat man den ja mal vor ein paar Wochen vorgestellt. Dirty Dancing. Ja, man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn irgendwie nicht, aber ich habe ihn trotzdem auf jedem Medium schon in der Sammlung gehabt. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Also auf der einen Seite, ich kann mir den Film angucken und so, auch wenn man auf den Kopf schüttelt vielleicht als Mann und bla bla bla. Man sitzt wahrscheinlich auch nicht so schmachtend davor wie die Ehefrau, wobei das ist auch wieder ein Klischee, vielen Frauen gefällt der Film vielleicht auch nicht. Ja, aber ich habe immer gehabt. Jetzt hat man ja aktuelle Newsmeldungen und Gruß geht raus an Filmstart. Filmstart kündigt an, Dirty Dancing 2 kommt. Naja, Dirty Dancing 2, wie heißt das, heiße Nächte auf Kuba oder so, gibt es ja schon seit den 2000er rum. Das erwähnen sie dann auch in ihrem Artikel zur Dirty Dancing Fortsetzung, aber sagen, ja, der hat ja nichts mit Teil 1 zu tun, deswegen nennen wir den kommenden Film einfach mal Dirty Dancing 2. So einfach kann man es sich machen, aber es ist ein Film angekündigt, eine offizielle Fortsetzung zu diesem Dirty Dancing. Angeblich auch mit Jennifer Grey in irgendeiner Rolle. Für wann? 2024 rum irgendwann, ne? Sind wir mal gespannt, ob die Generation dann da überhaupt noch Dirty Dancing kennt. Wen soll der Film ansprechen? Es würden doch nur höchstwahrscheinlich unsere Generation da nochmal reingehen in den Nachfolger von Dirty Dancing, die Dirty Dancing von früher kennen und ihn auch noch gut fanden. Eigentlich waren doch unsere Eltern in dem Alter, um den Film richtig gut zu finden, oder? Die werden doch da kaum 2024 nochmal ins Kino hüpfen. Also da bin ich ein bisschen kritisch. So, was haben wir hier? Oh ja, ein sehr schönes Steelbook auch. Der dunkle Kristall. Uiuiui. Da ein sehr schönes, das war auch ein Schnäppchen. Ich glaube, das gab es auch nur als Import hier, das Steelbook. Natürlich mit deutschem Ton. Also die Scheiben haben fast alle deutschen Ton. Es gibt ein, zwei Ausnahmen. Ja, ja, genau. Der Puppenfilm. Der Puppenfilm. Der alte Puppegop. Ist nicht ganz so mein Fall. Aber er hat irgendwas an sich. Es gibt ja Filme, die haben so eine bestimmte Magie, wenn man sich drauf einlässt. Oder sie hatten sie zumindest mal. Man muss ja heute nicht mehr alles gut finden. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich habe es schon oft erwähnt. Da hinter mir, da finde ich auch nicht mehr alles toll und dufte, was ich mal früher ganz richtig, was ich früher geguckt habe. Okay, den kenne ich nicht. Bram Stokers Dracula. Den kenne ich nicht. Den gab es billig. Billig. Also war ich willig. Punkt. Dann haben wir den guten alten E.T. Sowas musste dann auch wieder in 4K in die Sammlung. Wobei ich da bei mir auch, wie gesagt, langsam so ein Schema erkenne. E.T., ähnlich wie bei Dirty Dancing. Ich habe nie irgendwie für den Film geschwärmt oder irgendeine Magie in dem Film gesehen und so weiter. Hab ihn aber irgendwie immer auf DVD, also auf DVD, Blu-ray hatte ich ihn in der Sammlung gehabt. Steelbook noch gehabt und alles, vielleicht habe ich das sogar noch, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, manche Filme hat man irgendwie schon immer in der Sammlung gehabt, weil sie im Filmuniversum eine große Rolle spielen. Und so ein Film ist E.T. Vielleicht ist auch so ein Film Dirty Dancing. Ja. Und deswegen habe ich die dann irgendwie auf jedem Medium doch irgendwie in der Sammlung. So, dann haben wir hier The Fog von John Carpenter. Schöner Oldschool-Gruselfilm. Horror. Ja, früher hat man Horror gesagt, ich nenne es mittlerweile lieber Gruselfilme. Hatte ich auch mal eine ganz, ganz wilde Diskussion auf Facebook. Dass Saw ja Horrorfilme sind, die Saw-Filme Horrorfilme sind, bin ich anderer Meinung. Aber darüber wollen wir jetzt in dem Video nicht reden. Oh Gott, ich bin nicht umgefallen. Ich sitze noch gerade aufrecht, so gut es geht. Aber auch Forrest Gump
Forrest Gump mit Tom Hanks. Ich mag diesen Film nicht. Ich mag diesen Film nicht. Ich weiß nicht, warum ich diesen Film immer wieder in der Sammlung habe. Ich weiß es nicht. Entweder habe ich den immer für einen Fünfer gekauft. Boah, Entschuldigung, muss das trinken. Immer für einen Fünfer gekauft. Oder jemand stellt mir den heimlich in die Filmsammlung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Forrest Gump immer in jeder Filmsammlung bei mir drin ist. Den habe ich zweimal in der Schule gesehen, einmal auf irgendwo, ich weiß nicht mehr auf was für Medium. Ich werde mit diesem Film nicht warm. Ich finde nichts gut an dem Film. Warum habe ich ihn in der Sammlung? Schreibt es in die Kommentare. Was ist das? Born to Kill? Nein, so heißt nicht der Film. Das ist der Aufschrift hier auf dem Helm von Full Metal Jacket. Den finde ich zum Beispiel richtig gut, den Film. Wobei man hier klar sagen muss, dieser Film lebt auch von, das ist, was für einen Anteil nimmt die erste Hälfte vom Film, das erste Drittel vom Film, das ist eigentlich das, was die Leute kennen. Ja. Sobald es rausgeht zum Kämpfen, können die wenigsten noch erzählen, um was es in dem Film geht. Die meisten kennen am Anfang den Film, mit dem Ausbildungslager und so weiter, was da alles so abgeht. Das kennen die Leute, aber sobald alle zugeordnet werden und rausgehen in die Realität, können die wenigsten Leute was über den Film sagen. So, dann haben wir hier noch das fünfte Element. Ja, habe ich hier in zwei Editionen jetzt drin, wobei ich mir das letzte überlegt habe, das Steelbook hier doch, ich muss mal gucken, ob das Steelbook noch ein paar Euronen einbringt. Das war ein Import. Ist eigentlich ein ziemlich nice Steelbook. Ich bin ja früher öfter mal dazu übergegangen, die deutschen Dinger in die Import-Steelbooks zu packen. Was dann bei Sammlern, bei echten Sammlern, nicht bei so Idioten wie mir, natürlich für Empörung gesorgt hat, wenn man versucht hat, die Sachen zu verkaufen. Seitdem habe ich mir immer angewohnt, die deutschen Discs neben die Importe einfach zu stellen. Im Endeffekt hat man dadurch diese Import, diese Sonderedition und so weiter, aber nicht mehr in der Hand, weil man doch immer nur die deutsche Disc rausholt. Das waren noch Zeiten, als man sich das alles gekauft hat. Und das fünfte Element gefällt mir ganz gut, aber es ist ähnlich wie bei Braveheart. Der Film ist aus meiner Sicht stärker bewertet, als er ist. Aber das betrifft meinen persönlichen Geschmack. Er kommt aus einer Zeit, wo ich Bruce Willis Filme richtig, richtig gut fand. Aber er packt mich nicht so. Er packt mich nicht so ganz, wie er sollte. Hat er auch irgendwie noch nie. Ein Science-Fiction-Abenteuer ist das für mich eher als... Für einen Actionfilm hat er zu wenig Action oder nicht überzeugend genug Action. Und ist zu brav für mich. FSK 12, wen wundert's? Kann mich nicht mehr so überzeugen, wie es vielleicht mal war. Ich weiß nicht, ob mich der Film jemals richtig überzeugen konnte. Man fand ihn halt geil wegen Bruce Willis. Flash. Flash finde ich zum Beispiel geil. Also man merkt das richtig, umso älter man wird, umso besser findet man ältere Filme. Was haben wir früher über unsere Eltern immer geschimpft? Na, wenn wir unsere Sachen gucken wollten und die haben sich irgendwelche Schinken so aus den 70ern angeguckt oder so, oder vielleicht noch aus den 60ern. Das haben wir immer geschimpft, wie die alten Sachen so toll fanden. Und heute, wie ist es mit uns? Wir finden doch auch eher die alten Sachen geil, oder? Also viele, die ich kenne, denen geht es genauso. Ich kann nicht für alle sprechen, ist klar. Aber ihr könnt es in die Kommentare unten reinschreiben. Sind alte Filme besser als die heutigen? Wenn ja, warum? Flash Gordon. Der Film ist eigentlich so billig, also jetzt nicht nur finanziell gemacht. Aber ist irgendwie so cool. Der ist echt geil. Also Flash Gordon. Vor 20 Jahren hätte ich den wahrscheinlich weggeworfen. Jetzt, 20 Jahre später, finde ich den mega. Ja, den hier finde ich nicht mega. Die Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter.
also nicht wundern, diese Steelbooks, die waren alle in einer Box. Also den habe ich mir jetzt nicht gekauft, einfach mal so, weil man ihn haben muss oder weil es ein Kultfilm ist. Der war in der Box dabei, in dieser Steelbook-Box. Ich fand ihn auch ziemlich schlecht. Daumen runter bitte für die Aussage, dass ich Fürsten der Dunkelheit schlecht fand. Mir hat er überhaupt nicht gefallen. So, das war doch jetzt Goodfellas, oder? Cui bravi ragazzi? Das müsste Goodfellas gewesen sein. Den fand ich besser als Casino. Soweit weiß ich noch. Auch wenn ich den gerne verwechsel mit, es war einmal in Amerika, aber das hier war Goodfellas. Die Gangster, genau. Sowas müsste man mal wieder in den Player legen. Menschenskinder. Ja, ihr kennt ja sicher die ganzen Bilder auf Facebook und so, ne? Ungesehen Stapel, empfohlene Filme. Und dann guckt man doch eigentlich die Filme, die man schon kennt. Oder man macht es eben nicht. Und überlegt sich, oh Mann, ich würde gerne mal wieder so einen guten Film gucken, aber es gibt nur noch Schrottfilme und tralala. Und dann hat man daheim original verpackt in 4K Goodfellas stehen und guckt ihn sich nicht an. Aber hat natürlich auch 145 Minuten Laufzeit. Ja, wenn man sowas nach der Arbeit reinschiebt, da kann man auch schon wieder fast pennen gehen. Ne? Also das ist halt auch immer so ein Argument. So, dann haben wir hier, ich habe ihn jetzt nochmal hier dazu gepackt, die Goonies. In dieser mega geile, nicht mehr zu bekommenen super Sonderedition ohne deutschen Ton leider. Also die Blu-ray hat deutschen Ton, die 4K UHD leider nicht. Deswegen werde ich die auch wieder verkaufen. Denn ich bin fest davon ausgegangen, dass hier die 4K UHD auch deutschen Ton hatte. Und mit Goonies ist es, ich habe es schon mal erwähnt, das ist auch ein Film, den ich hatte auf jedem Medium gehabt und ich weiß nicht warum. Der Film ist gut. Ist auch ein bisschen unterhaltsam. Was heißt ein bisschen unterhaltsam? Man kann ihn sich angucken, auf jeden Fall. Aber er ist nicht für mich dieser Kultfilm, für der er ist für viele andere. Ich dachte mir, jo, 4K, geile Edition, kaufst du dir. Und dann hat sich deutscher Ton nur auf die Blu-ray bezogen. Auf Blu-ray habe ich den schon in der Sammlung gehabt. So, machen wir was ganz anderes hier. John Travolta, Olivia Newton-John in Grease. Kann man sich angucken. Wenn man solchen Film nicht komplett abgeneigt ist, kann man sich den durchaus angucken. Im Vergleich zu Grease 2. Ne? Gab es auch auf Blu-ray dann in so einem schönen Kühlschrank-Edition. Ne? So, dann haben wir jetzt hier, da muss ich ja nicht viel zu sagen. SOS Phantomas, auch bekannt als Ghostbusters Teil 1 und Teil 2. Sind die alten Versionen noch? Also ich habe gehört, ich bin auch ein bisschen überrascht, die neuen, also in dieser Ghostbusters Box, in dieser Ghostbusters Edition, die haben Dolby Vision noch bekommen. Und hier ist HDR nur drauf. Ja genau, 4K HDR ist hier drauf. Also wem sowas viel wert ist mit Dolby Vision und so, der sollte dann irgendwie doch zu dieser Box greifen mit den anderen Ghostbusters Filmen. Über Ghostbusters an sich muss man nicht mehr viel sagen. Mega. Nicht nur als Realfilm. Auch die Zeichentrickserien war natürlich super. So, was haben wir hier? Wir müssen Platz machen hier. Die guten alten Gremlins in diesem mega spitzen, einfallsreichen Steelbook. Sei mal ehrlich, das ist absolut langweilig, das Steelbook. Film ist okay, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, so, ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die Teil 2 besser finden als Teil 1. Aber okay, ist ja Geschmackssache. In 4K musste der natürlich in die Sammlung. Wo bleibt bitte schön Teil 2? So, was haben wir hier? Natürlich absoluter Horror-Klassiker. Halloween, die Nacht des Grauens, Teil 1, musste in die Sammlung. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, warum soll ich mir so alte Schinken in 4K holen? Da kann man doch nichts am Bild machen. Aber es ist eigentlich oft das Gegenteil der Fall. Wenn man alte Filme hat und die auf einem guten
mit einem guten, wie nennt man das, Ausgangsmaterial damals gedreht wurden, da kann man richtig viel am Bild rausholen. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Filme, von denen, die ich euch zeige, die haben richtig mega Bild. Hätte ich nie gedacht, dass man da nochmal gegenüber der Blu-ray was rausholen kann. Es gibt natürlich auch Filme, und da muss man leider auch Ghostbusters dazu nehmen, die sind qualitativ jetzt nicht so viel besser als eine Blu-ray. Also, wenn ich von nicht so viel besser meine, dann nicht so viel besser. Bis kaum. Aber es gibt auch viele, viele, viele Sachen, viele Filme, die richtig gut sind an Qualität. Jumanji, ja, den, das ist so ein Klassiker, oder? Jumanji kennt doch jeder. Jumanji kennt jeder, macht immer wieder Spaß. Da gab es auch mal so einen offiziellen oder inoffiziellen Nachfolger mit dem Weltraum. Wie hieß der? Ich komme nicht drauf. Centauri, Zatauri, Zaturi, irgend sowas. Der war auch nicht schlecht. War im Grunde genau das Gleiche. So, dann haben wir hier noch, das war auch in der Box, Escape from New York, das Steelbook. Da ist aber kein deutscher Ton drauf gewesen, aber ich habe ja hier die deutsche Klapperschlange 4K UHD, Gott sei Dank, zur Verfügung gestellt bekommen. Und da passt das sehr gut zusammen. Und ich unterstütze natürlich auch solche Veröffentlichungen irgendwann. So Gott's will, kommt da auch mal das 4K Mediabook vom Birnblatt mal irgendwann an, nach über einem Jahr. Wenn es soweit ist, dann seht ihr das natürlich auf meinem Kanal. Denn ich bin ja immer gerne dabei für solche 80er, 90er Jahre Filme in guter Qualität, in einer schönen Edition Geld auszugeben und die in die Sammlung zu holen. Sollte allerdings nicht einfach nur ein Repack sein oder so, das finde ich ein bisschen lieblos dann. So, dann haben wir natürlich hier, also ich habe hier erstmal, den gab es ja als erstes, den guten alten Karate Kid in 4K UHD, gute Qualität. Und dann gab es ja in Amerika die schöne Box, die finde ich richtig Bombe. Keine Ahnung, ob die jemals zu uns kommt oder ob die anderen Filme überhaupt jemals zu uns kommen. Aber hier ist Teil 1, 2 und 3 drin, alle mit deutschem Ton. Gehört für mich persönlich natürlich in jede 80er, 90er Sammlung, aber wenn man natürlich mit dem Film nichts anfangen kann, warum sollte man sich die dann reinstellen? Aber die Box finde ich echt super. Die Box ist echt super. Was hat die gekostet? 50 Euro oder so um den Dreh. Plus inklusive Versand, plus Versand, spielt ja keine Rolle. Also wir waren unter 20 Euro pro Disc auf jeden Fall. Leider mit einer Macke angekommen, aber super Teil, super Teil. So, wir kommen, wir haben noch zwei Stapel. Ich wollte sagen, wir kommen langsam zum Ende, aber wir haben noch zwei Stapel. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ich hoffe doch, bleibt dran. Denn jetzt haben wir, oh mein Gott, jetzt kann ich mich nur blamieren. Jetzt kann ich mich nur blamieren. Ein Stallone-Film, ich mach das mal ab. Lock up, natürlich, lock up, das weiß man doch. Lock up, Mensch, lock up. In diesem komischen Steelbook. Nur wenn man das hier liest, ja, dann kommt man auf lock up. Dann braucht man ein bisschen. Dann haben wir hier diesen anderen Puppenfilm. Das Labyrinth. Das D-Book finde ich jetzt von vorne nicht ganz so hübsch wie den beim dunklen Kristall. Von hinten ist es okay. Filmisch gesehen, ja, hüllen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Mein Fall ist es, wie gesagt, nicht. Man muss wirklich in einer bestimmten Gefühlslage sein, um sich diese Filme angucken zu können. Ich muss in einer bestimmten Gefühlslage sein, um mich auf solche Filme einlassen zu können. Bei Last Action Hero ist das schon ein bisschen anders. Da kann man den immer mal anmachen und laufen lassen. Ja. Nicht nur, weil man die Filme schon 10, 20, 30 Mal gesehen hat im Leben, kann man nebenbei auch gerne mal ein bisschen was mit dem Tablet machen und gucken, für was man noch so sein Geld ausgeben kann auf eBay. Last Action Hero ist natürlich mega. Ja, ein weiterer Kultfilm, der seine Stärken hat, aber auch nicht für jedermann was ist. Leon der Profi. Steelbook ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Ist okay, aber man hätte mehr rausholen können.
Film hatte ich auch viele Jahre gebraucht, bis ich mit dem Film, bis ich mit dem warm geworden bin. Kann man kaufen. So, was ist das? Naja. Coming to America, auch bekannt als Der Prinz aus Zamunda. Jo, habe ich natürlich damals direkt beim Steelbook zugeschlagen. Steelbook, man sieht schon, immer wenn es ein Originaltitel drauf ist und so ein Beipackzettel drum, dann weiß man, in den anderen Ländern erscheint das identische Steelbook. Ist nichtsdestotrotz ein absoluter Kultfilm für mich aus dem Comedy-Genre, aus dem Eddie Murphy-Genre. Den habe ich früher als Kind schon geguckt. Gut, sowas habe ich früher nicht gesehen. Red Heat habe ich mir mal so umgedreht. Sieht ein bisschen besser aus als sowas Lahmarschiges. Muss man ehrlich mal so böse sagen. Studio-Kanal hat die Leute hoffentlich einen Lehrgang unterzogen, wie man interessante Frontcover erstellt bei Steelbooks. Ansonsten wird das nichts in Zukunft. Ja. Die Rambo-Trilogie im Steelbook, wie sie bei uns erschienen ist, ja, habe ich mir damals geholt. Steelbook muss her, Steelbook muss her, Steelbook muss her. Mittlerweile hätte ich wohl eher die Emery-Box lieber im Regal stehen als dieses Steelbook. Aber okay. Ich bin dann irgendwann auch zum Entschluss gekommen, dass mir die Trilogie von Rambo reicht. Ich habe, glaube ich, also auf jeden Fall in 4K, auf jeden Fall, aber ich habe, glaube ich, Teil 4 und 5, 5 auch, glaube ich, ja. Bei den Blu-rays stehen, bei Stallone noch. Brauche ich jetzt nicht in 4K. Und wären jetzt auch gar nicht, wobei ich glaube, sogar Teil 5 könnte sogar auch sein, da stehen als 4K, aber das hat ja nichts mit 80er, 90er zu tun. Da gab es ja nur die Rambo-Trilogie. Die Rambo-Filme an sich sind jetzt auch nur minimal qualitativ angehoben worden. Ja, das haben wir vorhin schon erwähnt. Tom Hanks in Der Soldat James Ryan finde ich einen guten Film. Ist mir zwar, wie gesagt, Tom Hanks ist mir zwar ein bisschen zu soft in dem Film. Auch das ganze Grundthema so drumherum ist irgendwie ziemlich softy-mäßig. Man hat das Gefühl, außenrum herrscht so der heftigste und brutalste Krieg. Ne? Wenn man hier die, also die Stürmung der Normandie oder so, ne? Die Wasserszene, die Strandszene. Das ist wie wenn man zwei Spiegel hat, schwarz und weiß. Die Geschichte um die Leute herum ist so, so ein bisschen so, wenn sie jetzt nicht auf der Suche nach jemandem gewesen wäre, sondern irgendwie eher einer verlorenen Liebe hinterhergelaufen wäre, dann wäre so ein Liebesfilm inmitten von so einem Gemetzel gewesen. Nichtsdestotrotz, einer der besten. Ja, was ist ein Kriegsfilm und was ist ein Antikriegsfilm, ne? Aber optisch und so einfach super gemacht, super gemacht. Der Soldat James Ryan. Was ist das hier? Ach so, ja. Die klassische Star Wars Trilogie in 4K. Lange, lange habe ich überlegt. Habe ich auch auf jedem Medium gehabt. Hatte mir sogar zwischenzeitlich diese alten DVD Special Edition mit den Originalfilmversionen noch mal in die Sammlung geholt. Aber die sind auf dem aktuellen Fernseher gefühlt unschaubar, weil du links und rechts schwarze Balken hast und oben und unten schwarze Balken hast. Also Spaß ist was anderes beim Gucken. Ich persönlich habe jetzt auch nicht so viele Probleme mit den Änderungen, da bin ich nicht Star Wars-Fan genug, um mich darüber aufzuregen. Das Einzige, was ich kritisiere, ist, dass sie da im Nachhinein, sage ich mal, so die Charaktere, die Schauspieler, Gesichter und so weiter von den neuen aktuellen Schauspielern dann reingeschnitten haben, statt den alten Schauspielern. Das ist das Einzige, was ich kritisiere. Aber ob jetzt Han zuerst schießt oder Greedo oder wie der hieß, ist mir eigentlich relativ wurscht. Hab jetzt auch alle Star Wars-Filme seit einigen Monaten auf 4K UHD, die gab es dann auch irgendwann im Angebot. 3 für 2 oder sowas, glaube ich. Da hast du auch 13, 14 € pro Film, da hast du dir die in die Sammlung geholt und fertig. Letzter Stapel, gleich haben wir es geschafft. Schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich danke euch. Das ist so ein 90er-Kultfilm für mich. Speed.
Speed mit Keanu Reeves und Sandra Bullock und Dennis Hopper. Das ist für mich so ein 90er-Jahre-Kultfilm. Action-Kultfilm. Den habe ich das erste Mal in der Schule gesehen. Was habe ich da gehockt, ey? Hab den auch auf jedem Medium gehabt. Blu-ray habe ich immer noch drüben. Die Full-Slip-Edition stehen. Werde ich wahrscheinlich auch behalten. Wobei es immer schade ist, wenn du dann so eine geile Blu-ray-Full-Slip-Edition da stehen hast, aber dann letztendlich doch nur die 4K einlegst. Spitzen-Soundtrack von... Boah, ich komm, steht da hinten überhaupt drauf? Mark Mancina, genau. Der hat auch von Bad Boys den Score gemacht. Da hatte ich auch die Soundtrack-CD, die stimmt, die hatte ich auch noch. So, dann haben wir hier den ersten Teil von Scream als Import in der Emery. Die anderen Scream-Teile brauche ich wahrscheinlich nicht in 4K. Da habe ich auch noch dieses Quadrologie-Steelbook. Sollte man das jetzt verkaufen, jetzt wo der fünfte Teil dann rauskommt und dann wahrscheinlich noch Boxen mit dem fünften Teil da kommen? Weiß nicht. Stand By Me, ja, das ist für mich der bessere Goonies. War richtig, hat nicht viel miteinander zu tun, aber außer die Gruppe Jugendlicher, die sich auf ein Abenteuer machen. Stand By Me, der gefällt mir sehr gut. Allerdings die Emery hier, das Cover finde ich, bleh. Der gefällt mir richtig gut, der Film. So stellt man sich ein Abenteuer von Kindern vor, die sich selbst und vielleicht noch heimlich irgendwie auf eine Tagestour oder irgendwie so machen. Was haben wir hier? Ja, Spartacus. Kultfilm seiner Zeit. Vorbote seiner Zeit. Leider demoliert damals angekommen. Ersatz war nicht möglich, weil das Teil direkt ausverkauft war. Ich habe ja sehr, sehr viele, also auf Blu-ray habe ich so eine komplette Reihe voll mit so alten Schinken, nenne ich die jetzt mal böse. Die durchaus teilweise so gut sind. Man muss sich aber halt auf dieses Alter dieser Filme einlassen. Wenn man das nicht kann, mit den ganzen Aufmachungen her, mit der allein schon die deutsche Synchro teilweise... braucht man solche alten Filme erst gar nicht anmachen. 1960, aus dem Jahr ist der Film. Aber was man auch vor allen Dingen braucht, ist Zeit. Knapp 200 Minuten. Puh. 3,5 Stunden fast. Naja gut, ja, 3 Stunden 20. Das würde ich nicht mehr durchhalten, glaube ich. So viel Sitzfleisch habe ich nicht mehr. Ohne Tablet-Geschichten oder so kann ich mich nicht mehr 3 Stunden 20 auf einen Film einlassen. Tut mir leid. Ich muss mindestens... 10-mal zwischendrin auf Toilette, 5-mal was zu trinken holen, 3-mal was zu knabbern holen, WhatsApp beantworten, da geht nicht mehr, 3 Stunden 20. Was immer geht, ist Al Pacinos Scarface. Schlagt mich jetzt nicht, wegen der Tonspur. Da soll es ja angeblich auch eine neue Tonspur gegeben haben. Aber ich war der Meinung, das wäre die Originaltonspur gewesen. Also die, was man so kennt. Was haben wir denn hier? Deutsch, DTSX, Deutsch, Surround 2.0 müsste ja eigentlich die Originalsynchro sein, ne? Ich weiß nicht, ey. Dann haben wir da unten noch DTS Digital Surround 2.0 Mono. 1:33:1. Ach nee, Quatsch, das ist die Originalfassung. Ich weiß nicht. Aber ich bin der Meinung, bei der letzten Sichtung hatten die normalen Stimmen gehabt. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gab ja mal eine Zeit lang, da habe ich viele Filme im Original geguckt, also in Englisch hauptsächlich, teilweise auch mit englischen Untertiteln dann eingestellt, damit man das Gesprochene besser versteht, weil je nach Slang ist es auch schwer zu verstehen oder die reden zu schnell. Scarface ist einer dieser Filme, die man sich sehr gut im Original angucken kann. Dann haben wir hier auch so ja, Thriller, Grusel, Klassiker, Shining. Kennt man auch. Gab es auch in verschiedenen Editionen. Ja, Actionfans natürlich kennen das. Total Recall mit Schwarzenegger. Auch ein super Film. Das Ende gefällt mir nicht. Also, das letzte Viertel vom Film oder letzte Fünftel vom Film gefällt mir nicht mehr ganz so gut wie am Anfang bis dato.
Steelbook gefällt mir sehr gut, mit Prägung sogar. Man kann zwar immer mehr rausholen, aber das gefällt mir schon sehr gut. Dann natürlich hier, boah, Top Gun musste ich natürlich direkt auf 4K UHD kaufen. Ja, Teil 2 ist ja jetzt schon gestartet, Teil 2 soll ja starten, sollte starten, startet jetzt. Würde ich ja einerseits gerne ins Kino gehen, aber ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass der ziemlich schnell als digitales Produkt erwerbbar ist. Aktuell, wie beim aktuellen Batman, den kann man ja schon seit Wochen digital kaufen. Kommt der jetzt auf Disc auch erst im Juni oder so raus? Weil leihen kann man den Film erst ab irgendwann Anfang Mitte Juni. Kaufen kann man ihn jetzt aber schon digital. Sowas hoffe ich dann bei, auch bei Top Gun. Da würde ich auch 20 Euro für zahlen. Ist mir wurscht. Jetzt für Batman ist es mir das jetzt erstmal nicht wert, 21 Euro zu zahlen für ein digitales Produkt. Für einen Film ist das ein bisschen too much für mich, um ihn nur digital zu besitzen. Aber wenn er so gut ist, wie man hört, wie er sein soll, dann wird er früher oder später auch in die Tom Cruise-Reihe mit reinwandern. Sie leben, ja, sie leben, super Film, lange, lange, viele, viele Jahre an mir vorbeigegangen, bis ich ihn dann irgendwann mal hier in der Edition, habe ich ihn das erste Mal, glaube ich, sogar gesehen. Bombe, einfach Bombe. Keine Ahnung, warum der so oft an mir vorbeigegangen ist. Ja gut, Terminator 2 halt. Nee, Spaß beiseite, aber ihr wisst ja, dass mir Terminator 1 besser gefällt als Terminator 2. So, ja, jetzt haben wir hier noch Tanz der Teufel 2. Kann ich ehrlich gesagt auch gar nichts mehr mit anfangen. Es haben sich damals alle auf das Steelbook gestürzt und so weiter. Ich wollte den dann auch unbedingt haben. Ich hatte den auch auf DVD, da hatte ich ja alle Tanz der Teufel Filme und so weiter. Aber ich kann nichts mehr damit anfangen. Ich kann nichts mehr damit anfangen. Und vor allen Dingen war ich von der Qualität enttäuscht. Von der hochgepriesenen 4K UHD Qualität. Da war ich wirklich enttäuscht. Universal Soldier, ja, kennt man. Wobei ich jetzt aus heutiger Sicht sagen muss, ist nichts mehr Besonderes, auch wenn zwei absolute Action-Charaktere, Action-Schauspieler mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren da die Hauptrollen haben. Aus heutiger Sicht ist er für mich nichts mehr Besonderes, muss ich leider so böse sagen. Aber man kennt ihn. Wie viel Universal Soldier-Folgefilme gab es denn? Massenweise. Der Weiße Hai dagegen ist ein absoluter Kultfilm, wird wahrscheinlich immer ein Kultfilm bleiben. Den habe ich ja auch noch in der schönen Full-Slip-Edition. Weiß gar nicht, ob da deutscher Ton drauf war. Weiße Hai, absolut super. Finde ich halt auch immer wieder ärgerlich, ne, als damals die Blu-ray-Mediabooks erschienen sind vom Weißen Hai oder von Zurück in die Zukunft. Habe ich es boykottiert, weil ich gesagt habe, nö, warum bringen die denn das als 4K raus in der MRA? Ja, und als Blu-ray kriegst du so geile Mediabooks hingepflastert. Ne? Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich zu so einem Kultfilm nicht ein Mediabook gekauft habe. Wobei ich glaube, von Teil 1, das kriegt man sogar noch zum relativ Normalpreis, fairen Preis. Aber ich glaube, das zweite ist ja schon out of print, Ewigkeiten. Keine Ahnung, warum ausgerechnet Teil 2 ausverkauft ist. Da gab es wohl eine geringere Stückzahl. Teil 1 und 2 kann man sich beide noch sehr gut angucken, denke ich. Und täglich grüßt das Murmeltier. Jo, der macht auch zeitweise noch ganz gut Spaß. Bill Murphy, 90er, ne? Boah, Alter, ja, 1993, nochmal gerettet. Ja, also Bill Murray zu der Zeit hat er ja auch einige Filme gemacht, die mir persönlich auch noch heute gefallen. Aber bei Bill Murray ist diese Zeitspanne sehr klein, in der mir Filme mit ihm gefallen haben. Dann war sie irgendwann ganz weg. Dann haben mir viele Filme gar nicht gefallen, in denen er mitgespielt hat. Dann gab es wieder eine Zeit, da hat er ein paar Filmrollen gehabt, die mir gut gefallen haben, also von den Filmen her auch. Egal, der Zauberer von Oz, den habe ich auch noch. Den gab es auch noch billig irgendwo. Den gab es auch noch. 5 Euro oder so, 6 Euro hat er, glaube ich, gekostet. Da habe ich mir den mit eingepackt. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, in irgendeinem anderen Regal, waren das meine 80er und 90er Jahre Filme in 4K Ultra HD, schärfer als die Polizei erlaubt. Haut's mal in die Kommentare, wenn ihr es nicht schon getan habt. Was so eure Favoriten sind,
aus dem Video. Und am besten schreibt ihr noch dazu, warum. Ja, und dann kann man vielleicht noch ein bisschen drüber schreiben. Vielen, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Ich werde gleich mal beim Ausschalten gucken, wie lange das gedauert hat. Bestimmt eine Zeit lang wieder. Aber ich dachte mir mal, jo, ich habe jetzt gerade Zeit. Setze dich mal hin, machst noch ein Video. Mal gucken, wann es hochgeladen wird. Ich bedanke mich recht herzlich wieder bei euch und wir sehen uns hoffentlich wieder in einem der nächsten Videos. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Boah,